ambitious girl. You're just small time. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Und damit mit einem lauten Knall herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem GameMania-Kanal. Mein Name ist Jörg und wir werden hier zusammen wieder, was heißt wieder, überhaupt einmal GTA 3 durchspielen. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, ich weiß. Wir steigen jetzt erstmal kurz hier ins Auto ein. Aber ich möchte mit euch das Spiel hier durchspielen, weil ja, es ist jetzt glaube ich 15 Jahre, zumindest beim Anfang dieser Aufnahme her, seitdem es erschienen ist, glaube ich. Ja, doch, müsste glaube ich hinkommen. Jedenfalls, wir spielen das hier jetzt komplett einmal durch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen und sonstiges habt, dann, ja, ich wollte eigentlich gerade schon fast Erregungen sagen, aber das wäre dann etwas zu eklig. Ja, fahren wir mal zum pinken Punkt. Ich habe das kurz mal ausprobiert am Anfang, ob es überhaupt läuft. Ja, das tut es. Nur die Anzeige, wo wir hin sollen, die ist etwas verbuggt. Hau ab jetzt. Aber das liegt am Spiel an sich. Da kann ich leider nicht entgegenhelfen. So. Deswegen fahren wir hier jetzt erstmal zum blauen Kringel. Ja, genau. Besorgen wir uns erstmal neue Klamotten. Ja. Außerhalb einer Mission kannst du... Alles klar, ja. Die guten alten Garagen. Schon eine Weile her, als ich mal GTA gespielt habe. Auch hier jetzt sicher extrem toll aus. Alles klärchen. Gut, wir müssen dahin fahren, alles klar, machen wir. Falls der ein oder andere GTA-Kenner unter euch dabei ist, ich habe so ein bisschen HD Natural Texture Mod installiert, um das Ganze etwas hübscher darzustellen. Naja, vielleicht habe ich es geschafft oder auch nicht. Zumindest fangen wir jetzt an mit Luigi's Girls, die erste Mission hier überhaupt mal, nach dem Intro. Und zum Glück habe ich viel vergessen, was man damals so an Mission gemacht hat.
Also kann man fast sagen, ich spiele schon fast wieder von vorne, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Blind heißt das, glaube ich. Ja, hallo Nick. Eightball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. Ach Mann, ey, jetzt habe ich gedacht, ich kann da mal ein bisschen was reißen in einem Spiel, aber nein. Dann eben nicht. So, nehmen wir hier meine verbeulte Karre. Ich habe nichts anderes. Und ja, mit dem Van wäre es ja ein bisschen um die. Ja, so rum. Gut, ach, da hinten, da habe ich so ein kleiner grüner Punkt. Ist busy, schwierig zu erkennen, wo ich denn tatsächlich hin soll. Fragt sich natürlich der ein oder andere, mit was spiele ich hier? Uiuiui. So machen wir, nachdem wir hier kurz reingepackt haben. Die steigt sogar bei mir ein. Gut. Also, ich spiele hier mit einem. Ich spiele das Ganze hier mit einem Intel Core i7-5930K. Der läuft hier auf 4,5 GHz, wenn ich das möchte, aber bei dem Spiel ja sowieso nicht. 16 GB DDR4 RAM und zweimal eine GeForce GTX 980 von EVGA. Nur auf SLI läuft es, glaube ich, auch nicht, aber. Die Karten haben ja eh nichts zu tun. Das Spiel läuft tatsächlich auf 4K. Ich nehme es jetzt auch in 4K auf, aber es hat einen FPS-Log von 30. Das ist natürlich nicht so schön. Warum hier ein Taxi wollen wir auch nicht? Wir wollen hier eine Mission starten. Servus, Alter. Kein Spank FR die Ladies. Wie auch immer. Für die Ladies heißt es vielleicht. Kein Spank für die Ladies, eventuell. Da ist jemand salzig. So. Oh, ja, hier. Eine Waffe. Baseballschläger. Immer eine gute Wahl. Jetzt haben wir wieder einen ganz kleinen Mini-Punkt auf der Karte Richtung Südost. Süd-Südost, wenn man genau sein möchte. Achtung, ich komme. Man kann leider nicht mit der Maus hin und her gucken in dem GTA, das haben sie hier noch nie eingeführt. Das kam, glaube ich, erst seit San Andreas oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, ob Vice City dran dabei schon drin war. Aber das werden wir auch uns bald ansehen, das kann ich ja schon mal versprechen. So. Ach scheiße, das können sie ja hier auch, verdammt. Ja, auf Junge. Bring dich um. Der Typ soll einen aufs Maul kriegen. Irgendwie kann man doch auf ihn drauf treten. Ich glaube, die Mission wird extrem langweilig. Nimm sein Auto, um es zu. Ich soll es umlackieren. Na gut, dann machen wir das mal. Und zumindest sind die Markierungen schön groß. Und die Ladezeiten sind relativ kurz, weil ich habe sie auf einer SSD. Einer normalen SSD sogar, die nicht unbedingt eine der schnellsten ist, aber hey, ist ja egal. Solange das Spiel tatsächlich in 4K gestartet werden kann und einigermaßen normal läuft, ist das alles gut.
Auf Windows 10, ja? Also hey, hört mal hier. Windows 10, 4K, GTA San Andreas, das hat sich vor 10 Jahren auch noch keiner gedacht. Hier geht's rein. Was dieses Mal kostet dich nix? Ja, okay, das ist nett von dir. Achtung, oh, hoffentlich gefällt dir die neue Markierung, ja, das ist jetzt auch nicht so groß. Ja, Pogo und his final mission geht mir am... Nigger FM brauchen wir jetzt auch nicht. Wir hatten damals schon Drum und Bass? Ist ja cool. So, fahren wir hier rein. Schön ohne Kratzer. Haben wir das auch ohne Kratzer eingepackt? Ja. Ups. Jawohl, so. Hallo? Jetzt. Wollt schon nicht rauskommen. 4000 Dollar verdient. Was ist ein Krankenwagen? Ich glaube, wir gönnen uns mal den Krankenwagen. Zumindest sind die Bullen hier so blöd und mägen das nicht. Und ja, Krankenwagen-Mission könnten wir jetzt auch starten, aber möchte ich jetzt noch nicht. Können wir ja eventuell später probieren. Weil jetzt. Uiuiuiui, ist der schnell. Und die Bremsen sind ja noch schlimmer. Das ist bei meinem Auto. Uiuiuiui. Ah. Parken wir mal hier. Und gehen dann nochmal rein. Na, jetzt. Misty und der Mafioso. Aha. Spiel dich hier nicht so auf, ich bin cooler. Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Halt die Schnauze, Mann. Ich mach, was ich möchte. Mit einem Krankenwagen. So, wir haben im Norden die pinke Markierung. Oh, da ist die alte ja schon. Hier geht's rein. Drücke Umschalt. Rumschalt. Alles klar. Okay. Einige Fehler werden sich wohl nie beheben. Sorry, Missy zu Joe. Ja, der wohnt hier im Süden schon wieder. Ey, 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 Junge, geh da weg. Rechts, rechts. Ah, wow, 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 wow. Entschuldigung. Krankenwagen im Einsatz. Uiuiui. Wie du. Abkürzung. Uiuiui, Moment. Rückwärtsgang. Das ist echt eklig, weil man da nicht gucken kann. Wobei, was? Eine andere Kameraperspektive. Oh. Cinematic Camera. Oh, schade. Oh, getunt, die geile Karren. Den irgendwie in GTA 5 besser aus. Oh oh. Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Oha. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Ich sehe komisch aus, habe ich gerade festgestellt. Klingelt ein Telefon. Hm, gehen wir halt da rein. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of.
Hey, da steht noch ein hübscher alter Rechner. Trusion 9000. Das war irgendwie eine Anspielung auf einen alten Rechner. Ich kann mich aber an den originalen Namen gerade nicht mehr erinnern. Ist gut, so, komm. Lass rocken. Diese Mission hat ein Zeitlimit. Oh oh. Ab in meinen Krankenwagen. Du. Next Cinematic Camera. Nein. Schade, so eine Karte gab es hier noch nicht. Blöd. Boah, die Kamera ist ultra eklig. Warte, da muss ich mal biegen. Aus dem Weg. Ich hab die Kamera gar nicht mehr so eklig in Erinnerung, wie sie hier gerade ist. Aus dem Weg. Ah. Schnell lackieren. Und wenn man back nach unten fährt, ist es angenehmer. Ah, so ist angenehmer. Also die oberste Kamera da, die ist nicht so prickelnd. Muss ich hier schon rein? Nee, aber ich kann hier durchgehen. Nein. Ah, oh, verdammt, jetzt muss ich es noch reparieren. Ja, komm, dann verpiss dich. Ich glaube, die Mission werden wir nicht schaffen, weil ich jetzt schon Scheiße gebaut habe. Und das direkt am Anfang. Wir brauchen hier keinen Nigger FM. Das lenkt uns nur hier von der Arbeit ab. Eben noch hier rein. Komm mal hin, ich hab Zeitdruck, Junge. Ja, die Cops werden mich nicht identifizieren, weil das Auto immer noch gleich ausschaut. Aber okay. Wenn ihr das meint, dann glaube ich euch das mal. Aus dem Weg, ihr komischen Fußgänger in einer komischen Stadt. Dann nehmen wir eben keine Abkürzung, sondern fahren hier den offiziellen Weg. Das ist irgendwie langweilig, aber naja. Wenn der Wagen angelassen wird, alles klar. Dann probieren wir das mal aus. Er macht Licht an. Schön. Der andere nicht. Böser Taxifahrer aus dem Weg da. Jo. So, Big Mark geht gleich ab. Und parken ihm das Auto mal hier. Er kommt, verpiss dich. Habe ich gerade aber echt nicht aufgepasst. Parke in den Wagen vor. Ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert. Ja, der Bomb ist nicht aktiviert. Jetzt. Ich muss ihn noch aktivieren. Ich hoffe, das zählt jetzt.
Und das war nur die eine Mission, sonst habe ich ein kleines Zeitproblem. Alter, so langsam wie der da runterläuft. Könnte fast tot sein. Boom. Panik! Ah, cool, war's schon. Hey. Hoppla. Jetzt chillt doch mal hier, Leute. Was? Leben habe ich, brauche keins. Ja, keine Panik, ich fahre ja aus dem Weg. So, ah nee, warte, wir haben hier keine Karte. Ich denke immer, ich habe eine Karte. Hui, peng. Der Krankenwagen ist extrem flott. So, fahren wir nochmal zu Luigi. Ah, haut ab hier. Straße ist für Lebendige da. Peng, 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 hallo.